Durch das Unentschieden der Spanier hat Deutschland die Möglichkeit, mit einem einfachen Unentschieden die Tabellenführung und damit den Gruppensieg zu erlangen. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man gegen Spanien auf Unentschieden spielen sollte. Deswegen ging man gleich vorne drauf. In Grün spielend die deutsche Nationalmannschaft von rechts nach links im ersten Durchgang. Gehen Sie das Spiel hier an. Robin Koch hat jetzt das Auge für Gnabry, der da wirklich sträflich freigelassen wird. Und in der 12. Minute das 1:0 erzielt. Hat einige Möglichkeiten gegen die Ukraine am Samstagabend vergeben. Diesmal bleibt er vor Unai Simon eiskalt. Und Deutschland machte es weiterhin richtig gut. Spanien gegen die Schweiz auch nur ein glückliches 1:1. Zwei Elfmeter verschossen. So richtig läuft es da momentan nicht. 25. Minute die nächste Möglichkeit. Wieder für die Gäste aus Deutschland. Schöne Parade diesmal aber vom Keeper. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Leroy Sané bringt den rein. Geklärt fürs Erste. Oyarzabal lässt sich aber von Henrichs den Ball abluchsen. Serge Gnabry. Schöner Pass zu Julian Brandt. 0:2. 27. Minute. Das ging hier alles zu schnell für die Spanier. Die waren hier noch nicht wirklich auf dem Feld. Auch gegen die Schweiz warten sie erst später auf. Und Deutschland machte weiter. So überzeugend hatte man sie lange nicht gesehen. Ilkay Gündoğan. Robin Koch zu Leon Goretzka. Und das geht wieder zu einfach. Ein paar Körpertäuschungen. Ein guter Abschluss. Sehr platziert. Der spanische Keeper bis dato der beste Mann. Ging mit dem 0:2 in die Pause. Das heißt, Spanien braucht jetzt 3 Tore, um an Deutschland in der Tabelle noch vorbeizuziehen. Es musste sich was ändern und es änderte sich auch was. Spanien wurde jetzt aktiver nach vorne. Ging ja auch gar nicht anders. Weniger konnten sie auch nicht produzieren. Robin Koch verliert den Ball. Und Dani Olmo, der Leipziger, in der 59. Minute mit der ersten richtig guten Möglichkeit für die Spanier. Starke Parade von Manuel Neuer. Das war ein richtig guter Schuss, aber eben auch gut pariert. Deutschland machte etwas weniger, aber verließ sich nicht drauf, einfach nur hinten kompakt zu stehen, sondern ging weiter vorne an. Wieder Ilkay Gündoğan, über den lief viel und auch Robin Koch sehr aktiv nach vorne. Die zentralen Mittelfeldspieler hier im Passensemble, aber zu zentral dieser Schuss. Knapp 10 Minuten noch zu spielen. Spanien lief wirklich die Zeit davon. Es war jetzt ausgeglichener im zweiten Durchgang, aber die erste Hälfte war einfach zu schlecht. Trotzdem nochmal Spanien, Oyarzabal. Ja, das war viel zu einfach. Jetzt verteidigte Deutschland diese Szene so, wie Spanien die komplette erste Hälfte verteidigte. Es sollte aber nichts mehr machen. Es blieb beim 1:2. Deutschland siegt vollkommen verdient mit 2:1 und sichert sich damit den Gruppensieg.